Schön, dass ich bei euch sein kann. Seid ihr überhaupt noch fit? Ihr habt ja ein richtig fettes Wochenende hier gehabt. Ja, seid ihr noch fit? Gerade Jugendlichen? Okay, heute geht's um ein echt spannendes Thema, finde ich. Es ist ein Herzensthema von mir, Evangelisation. Und wenn ihr mich kennen würdet von ein paar Jahren her, dann würdet ihr sagen, Matthias, was hat das eigentlich mit dir zu tun? Vor ein paar, ganz paar Jahren, ich bin schon ein bisschen älter, normal in die Schule gegangen, da hatte ich fürchterliche Angst, irgendjemanden was zu erzählen, vor anderen dazustehen. Die größte Angst, die ich hatte, war vor anderen blöde dazustehen. Kennt jemand das Gefühl? Angst, die dich festhält, die dich bindet, ihr kennt das. Und ich war gefangen in dieser Angst. So sehr, dass ich in der Schule fürchterlich Angst hatte, ein Gedicht aufzusagen oder ein Lied aufzusagen. Tatsächlich bin ich in Musik beinahe sitzen geblieben. Die Lehrer sagten dann, naja, wir geben dir noch eine Chance und da durfte ich noch so eine Extraprüfung machen. Aber ich war richtig schlecht. Und hätte mir jemand gesagt, du wirst vor Leuten stehen und das Evangelium von Jesus weitergeben, ich hätte gedacht oder gesagt, das ist unmöglich. Aber es ist möglich, weil bei Gott alles möglich ist. Und das Coole ist, unser Gott, der schaut nicht als erstes, wie wir begabt sind. Viele denken, oh, ich bin viel begabt, deswegen kann mich Gott gut nutzen. Das muss nicht so sein. Oftmals sind es die Leute, die total begabt sind und vielleicht auf ihre eigenen Stärken bauen, die Gott gar nicht so gebrauchen kann. Gott sucht Leute, die sich ihm hingeben. Und wenn du dich hingibst, dann hat Gott eine wunderbare Berufung für dein Leben. Gott hat einen wunderbaren Plan. Er sucht nicht, dass wir die perfekten Menschen sind, dass wir alles richtig machen. Solche Menschen gibt es gar nicht. Aber er sucht Menschen, die 100% ihm hingegeben sind. Jemand sagte mal, Gott sucht keine goldenen, keine silbernen, sondern er sucht hingegebene Gefäße. Und wenn du so jemand bist, dann kann Gott was aus dir machen und macht was draus. Und das ist wunderbar. Gott hat einen genialen Plan. Ich bin damals aufgewachsen in einer sehr großen Familie. Wir waren sehr kinderreich. 8 Geschwister habe ich gehabt und ich durfte erleben, dass dieser Gott, von dem wir auch hier gesungen haben, so gut ist. Ich war jahrelang in Rebellion, war in der rechten Szene und habe viel Mist gebaut. Und in dieser Zeit, da hat Gott was ganz Tiefes in mein Herz gelegt, nämlich er liebt wirklich bedingungslos. In dieser Zeit war ich in totaler Rebellion. Ich habe meine Eltern gehasst. Ich habe mich geprügelt, so konnte ich mich profilieren vor anderen und dies und jenes gemacht. Und ich dachte in meinem Kopf, und irgendwie habe ich den Eindruck, das soll ich euch weitergeben heute. Ich dachte in meinem Kopf, wenn ich gut bin, dann wird Gott mich lieben. Und wenn ich alles richtig mache und mir Mühe gebe, wenn ich Bibel lese, wenn ich bete, in Gottesdienst gehe, dies und jenes, dann wird Gott mich lieben. Und das Problem ist, dass oftmals diese Angst, dieses Denken ganz tief in uns drin sitzt. In mir war das so. Und das Krasse war, ich dachte in meiner ganzen Rebellionsphase, Gott muss mich hassen, der muss mich ablehnen, aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan. Ich habe in Dresden meine Ausbildung gemacht und ich weiß noch, wie ich in meinem Auto drin saß, einen Golf Diesel hatte ich und ich saß dort drinne und mein Leben fühlte sich so leer und trocken und tot an. Und dann auf einmal war Gott da. Ich kann es nicht beschreiben, ich musste nur weinen. Es war so eine Liebe, so eine bedingungslose Annahme. Und ich hab geweint und habe gesagt, Gott, warum kannst du mich noch lieben? Ich habe keine Liebe für mich gehabt in dem Zeitpunkt. Gott, wie kannst du mich lieben? Und ich musste weinen und ich merkte, diese Liebe ist bedingungslos. Und die hat mein Denken auf den Kopf gestellt oder wieder auf die Füße. Und ich habe angefangen zu fragen, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Und dann ging eine Reise los. Und Gott sei Dank, irgendwann, meine Eltern hatten mich eingeladen zu einer Evangelisation. Es geht ja um das Thema Evangelisation heute. Einzuladen. Und ich dachte, okay, ich fahre mit und ich gucke mir das an, aber ich wäre bestimmt kein Christ. Und dann komme ich und dann sehe ich so eine Freude bei den Leuten und ich spüre die Gegenwart Gottes so. Und die hat mich eher eingeschüchtert, muss ich sagen. So meine coole Masken schmelzten wie weg. Und dort hat der Heilige Geist mein Herz geredet und hat gesagt, Matthias, du hast in so viel gesucht, komm zu mir, ich bin das Leben. Und dann gab es einen Aufruf und ich bin nach vorne gerannt. Es war mir egal, meine Eltern waren dabei und Geschwister und egal, was andere Leute denken, ich wollte ein was nach Hause kommen, zu meinem Gott. Ich wusste, dort
ist der Ort, wo ich hingehöre, wo mein tiefstes Innere Ruhe findet, wo ich Frieden finde, wo ich Geborgenheit finde. Und dort habe ich mein Leben Jesus gegeben und meine Schuld am Kreuz innerlich abgegeben. Und Gott ist mit seinem Frieden gekommen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, auch wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in den Himmel. Nicht, weil ich toll bin oder was gemacht habe, sondern weil Jesus toll ist und weil er was gemacht hat. Und er hat mein Herz erobert. Und er hat mir auch eine Aufgabe gegeben, wie er uns allen eine Aufgabe gibt. Und mir brennt es auf dem Herzen, anderen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und ich fühle mich oftmals genauso sprachlos wie der Kiki. Kennt ihr das? Ihr steht vor Leuten oder ihr seid mit Leuten zusammen und ihr denkt so, ich würde denen so gerne von Jesus erzählen und ich habe keine Worte. Ja, wisst ihr, dass es dem Paulus manchmal genauso ging? Der sagt, betet für mich, dass Gott mir Freimut gibt, die Gabe, das Geschenk Gottes, das Evangelium weiterzugeben und betet für mich, dass er Türen öffnet. Wenn Paulus dieses Gebet gebrauchte, dann brauchen wir es allemal. Wir brauchen das. Und wie cool ist es, wenn man in Situationen hineinkommt und dann merkt man, wow, Gott hat was vorbereitet und dann kann ich sprechen und dann passiert was. Ich habe mich frühzeitig gefragt, wie kann das Evangelium, das Reich Gottes, wirksam werden? In der Bibel steht ja, dass das Evangelium nicht aus Worten, sondern aus Kraft besteht. Wie kann es sichtbar werden? Wie kann es erlebbar werden, wenn es ausgesprochen wird? Dort, wo wir das Evangelium weitergeben, da passiert was. Und ich konnte das ganz oft erleben. Ich wünsche mir noch viel mehr, aber ich konnte schon vieles erleben, seitdem ich an Jesus glaube. Und ich bin überrascht, weil ich denke, ich kann es überhaupt nicht. Und wenn du so denkst, ich kann es nicht, dann bist du absolut an den richtigen Punkt. Dann sagt Jesus, das ist gut. Dann hängst du dich nämlich nicht an dich, an deine Stärke, sondern dann hängst du dich ganz an mich. Und dann kann ich dich gebrauchen. Der Rainer Bonke, der große Evangelist, der hat sich selber als Null gesehen. Wie gut ist, wenn wir uns als Null sehen. Aber wenn wir neben einer Eins stehen, als Null, dann sind wir schon zu Zehnt. Wow. Wenn Gott bei uns ist und wenn dann noch jemand dazu kommt, dann sind wir 100, 1000. Aber wenn die Eins weg ist, Jesus weg ist, dann sind wir nur eine Null. Und das müssen wir im Herzen wissen. Ohne Jesus sind wir nichts. Aber mit ihm sind wir alles, weil der in uns lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und da ist alles möglich. Es ist alles möglich. Bevor ich noch in das Thema richtig einsteige, ich habe damals studiert in Görlitz. Und gerade unter den Studenten, wo es so viel um Bildung und gute Argumente ging, dort hat Gott mich gebraucht, unter anderem. Und ich stand manchmal vor den Studenten. Wir hatten eine Vorlesung gehabt. Thomas von Aquin habe ich gezogen, wie cool, das war ein Christ. Und ich habe den Leuten um die 90 von Jesus erzählt. Erst von dem Thomas von Aquin und dann eigentlich, was er geglaubt hat, als habe ich von Jesus erzählt. Und die Leute haben sich aufgeregt und haben gewettert. Und ich dachte, das ist ja richtig cool. Weil ich habe gemerkt, es bin nicht mehr ich. Natürlich hat Gott mich gebraucht. Aber es ist sowas anderes, wenn man aus eigener Kraft was versucht, oder wenn der Heilige Geist uns füllt und wir was weitergeben können. Und ich konnte in ganz vielen Situationen von Jesus weitererzählen. Ich habe Situationen erlebt, wo ich auf der Straße war, wo der Heilige Geist mir so einen Impuls gegeben hat, geh mal dorthin oder red mit denen. Und ich so eine Freude hatte, dass Leute gesagt haben, Matthias, was ist denn das? Hast du Drogen? Kann man das auch kriegen? Ich gesagt, das ist was Besseres, das ist der Heilige Geist. Und der ist genial und den kannst du auch erleben. Es ist so cool, auf den Heiligen Geist zu hören. Ich habe zwei Jahre in Bautzen gewohnt und ich hatte abends mal einen Eindruck gekriegt, zu dem Prötschenberg zu gehen. Prötschenberg, Clemens, wo ist er? Ist der? Prötschenberg, ja. Genau, und dort wo der, in der Nähe, wo der Clemens wohnt. Und ich hatte den Eindruck gehabt, der Heilige Geist sagt, geh mal dorthin und dann wirst du dort Leuten von Jesus erzählen. Und manchmal können das ja so einige Gedanken sein, aber es kann auch tatsächlich von Gott kommen. Und wie cool ist, wenn wir diesen Eindrücken folgen. Und ich dachte, okay, ich was verpasst, ich fahre dorthin. Und ich komme dorthin und dort normalerweise wartet niemand auf diese Wiese, da ist ja dieser Spielplatz und die Wiese. Und ich sehe, da ist richtig was los, da sind ganz, ganz viele Jugendliche.
Und dann dachte ich, oh Jesus, also ich dachte so ein, zwei Leuten oder sowas, das ist ja eine Hausnummer, mit der ich vielleicht klarkomme. Aber das kann ich unmöglich machen. Und dann bin ich erstmal so abseits gefahren, habe noch gebetet, habe gesagt, Jesus, ich habe echt Schiss. Aber wenn das von dir ist, ich bin gespannt. Und dann habe ich mich einfach dazugestellt und dann kamen Jugendliche zu mir und fragten, was ich da mache und wer ich bin. Und dann habe ich mich kurz vorgestellt und habe gefragt, wer die Jugendlichen sind. Das waren Abiturienten, 3 Klassen, glaube ich, die gerade ihr Abitur gefeiert hatten. Und die fragten so, was ich mache. Und dann habe ich erzählt, ja, ich bin hier in Bautzen und ich erzähle den Leuten von Jesus. Was, Jesus? Und dann habe ich denen mein Zeugnis erzählt. Es war eine kleine Gruppe, es war nicht die ganze. Und dann erzähle ich denen von Jesus und ich war fertig und ich merkte, die waren irgendwie berührt. Und dann sind die aber gegangen und dann kamen andere und fragten, was hast du denen erzählt? Das wollen wir auch hören. Und als ich mit denen fertig war, kamen die Nächsten und sagten, was hast du denen erzählt? Kannst du uns das auch erzählen? Und ich war begeistert. Es war so eine Freude, nach Hause zu kommen und das zu erleben. Es ist so genial, für Gott unterwegs zu sein und Gott möchte uns alle gebrauchen. Gut, jetzt steige ich erstmal ins Thema ein. Das waren nur die Vorrede. Es geht, ja? Ja? Ja. Das war 2000 bis 2002. Schon ganz paar Jahre her. Ja. Ich kann noch ganz kurz erzählen. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel von mir erzählen. Momentan arbeite ich in Kodersdorf. Kennt ihr das? Kodersdorf, vorletzte Abfahrt vor Görlitz. Und da gibt's eine Oberschule, die einfach staatlich ist, eine ganz normale Oberschule mit reichlich 300 Schülern. Und da gibt es aber auch einen Schulclub in CVM und dort darf ich angestellt sein. Und ich bin dort mega gern. Warum? Weil wir dort Möglichkeiten haben, das Evangelium weiterzubringen. Wir machen dort Evangelisation, wir machen Schülerbibelkreise. Wir hatten die letzten Mal oftmals um die 30 Schüler da gehabt und wir bringen denen das Evangelium. Es ist doch keine Erweckung, aber wir geben das Wort Gottes weiter im Vertrauen, dass Gott wirkt dadurch. Ja, und das, okay, nur so. Ich bin eigentlich Studierter, Sozialarbeiter, Pädagoge, aber ich sage immer, die beste Sozialarbeit passiert dort, wo Menschen wirklich zu Jesus kommen, ein neues Leben anfangen. Okay, das war die Vorrede. Wir haben ja eine Themenreihe, den fünffältigen Dienst. Wer hat schon die ersten Themen gesehen oder war dabei gewesen? Könnt ihr euch mal kurz melden, dass ich so ungefähr Bescheid will? Oh, es sind relativ wenig. Solltet ihr euch angucken, von Clemens und von Esti, wir hatten bis jetzt das Thema Apostel und Prophet. Und zwar haben wir das so erklärt, wir haben ja 5 Finger und diese 5 Finger können uns auf was aufmerksam machen. Aber bevor ich die Finger erkläre, will ich uns kurz den Ausgangstext vorlesen. Da steht in Epheser 4, Vers 11 bis 13. Und da heißt es, und er, Gott, ne, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. 5 Aufgaben, 5 Ämter werden hier vorgestellt. Der erste, der Daumen, der kann so für den Apostel stehen. Der Apostel ist derjenige, der so ein Pionier ist, der was Neues anfängt, der was startet, der überkonfessionell vielleicht arbeitet, übergemeindlich, der das Reich Gottes im Blick hat. Das nächste, darum ging es letzte Mal, der Zeigefinger zeigt uns den Weg, ja? Der kann für den Evangelisten stehen. Der Evangelist ist ja der, durch den Gott in die Situation, Prophet, das ist der, durch den Gott in Situationen hineinredet. Und das können Sachen sein, die in der Vergangenheit waren, die die Zukunft betreffen, aber auch die Gegenwart. Ja? Und heute geht es um den längsten Finger, den Mittelfinger, der ragt am meisten hinaus. Das ist der Evangelist. Nicht, weil der größer oder besser ist als die anderen, sondern weil der am meisten vielleicht in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Ja, dann gibt es den nächsten Finger, Ringfinger, ja, der steht für den Hirten. Ja, Ringfinger passt deswegen auch, der Hirte ist verantwortlich vor allen Dingen für die Schafe Jesu oder für die Braut Jesu, kann man auch sagen. Deswegen kann man sich gut an diesen Ringfinger erinnern. Und dann gibt es noch den kleinen Finger,
Ja? Der steht für den Lehrer, der passt besonders gut ins Ohr. Und der Lehrer, der hat die Begabung, eigentlich ins Wort Gottes hineinzuführen, die Tiefen Gottes, die Geheimnisse der Bibel zu erforschen und zu erklären. Ja? Und wir brauchen tatsächlich alle fünf Dienste. Der Clemens, der hat so eine coole Folie vorbereitet. Ich hoffe, dass die jetzt geht. Genau. Hier seht ihr das nochmal. Also in der Mitte der Apostel, übrigens der Apostel, ne, der hat ja Zugang zu allen vier Fingern. Genau, zum Beispiel Paulus, ne, der war prophetisch, der war evangelistisch, der war Lehrer, war aber auch Hirte. Ja? Und dann gibt es Prophet, Evangelist, und der Clemens hat das so erklärt, dass das wie so ein Zeltdach ist. In der Mitte, ja, der Apostel, der so in der Mitte steht, und dann an diesen vier Punkten diese vier Dienste. Und damit das Zelt, wir sind ja auch hier im Zelt, damit das richtig steht, müssen die Säulen stabil sein. Und die müssen tatsächlich alle da sein. Und wir brauchen als Leib Gottes tatsächlich alle Dienste. Und es ist verheerend, wenn es nur einen Dienst geben würde. Ja? Also stellt euch vor, es gäbe nur den Evangelisten. Dann würden wir den ganzen Tag nur rausgehen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder der Hirte, der die ganze Zeit, vor allen Dingen die Schafe, seine Schäfchen, sage ich mal, im Blick hat, das ist wichtig, notwendig, aber wenn das alles ist, dann wäre es zu wenig. Oder der Prophet, das ist wichtig, dass wir das Reden Gottes für Situationen und so weiter haben, aber wir brauchen Ergänzung und den Lehrer, den brauchen wir auch, aber manchmal kann das theoretisch sein und deswegen braucht auch er die Ergänzung zu den anderen. Wie wunderbar ist, wenn diese vier oder fünf Typen sich nicht irgendwie als Konkurrenz sehen, nach dem Motto, ich bin besser oder wichtiger, weil jeder hat auch ein gewisses Denken, ja, wenn er in Situationen hineinkommt, sondern alle anderen Dienste als große Ergänzung sehen. Und das ist überhaupt wichtig für uns Christen, dass wir niemals nur uns alleine sehen und dass wir auch niemals glauben, ich brauche nur mich und Gott. Ich habe das manchmal gedacht, aber das ist völlig falsch. Ich brauche unbedingt meine Geschwister und ich brauche unbedingt Ergänzung. Und es braucht Demut, dass diese Dienste richtig gut zusammenarbeiten und zusammenwachsen. Und wo aber diese Demut da ist und wo das gelebt wird, dann passiert Wunderbares im Reich Gottes. Und heute, wie gesagt, geht es um den Evangelisten. Der hat vor allen Dingen die Aufgabe, erstmal so theoretisch, die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen. Den Menschen zu zeigen, wie ist Gott? Wer ist Gott? Und sie zu Jesus zu führen, zu Gott zu führen. Das ist die Hauptaufgabe des Evangelisten. Und er ist dafür mitverantwortlich, dass andere Menschen wieder in die Gemeinde kommen. Ja? Sonst würde die Gemeinde irgendwann vielleicht aussterben, wenn es den nicht gäbe. Aber es gibt den Evangelisten als Dienst, Bote. Aber ich glaube, wir alle haben eine Aufgabe zu evangelisieren. Und deswegen hoffe ich, auch wenn ihr den Test schon gemacht habt, es gibt ja diesen Test, den wir in der Gemeinde gerade machen, wo ihr so ein bisschen rausfinden könntet, wo ihr vielleicht begabt seid, um dort auch hin weiterzuwachsen. Es ist gut zu gucken, Gott, wo hast du mich begabt? Ich will dort wachsen und das herauszufinden. Aber es ist wichtig, dass wir einen Blick auch für alle Dienste haben. Ja? Und ich möchte euch heute eigentlich ermutigen, so ein bisschen, weil mir das Evangelistische selber sehr auf dem Herzen liegt, dort mit reinzunehmen. Ja. Die Frage, die ich mitgebracht habe, ist, warum? Warum Evangelisation? Warum? Und der erste Punkt, den ich mit habe, der ist eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Bibelvers, den fast alle auswendig kennen. Johannes 3, Vers 16, was steht dort? Hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also wir müssen als erstes verstehen und wir dürfen verstehen, Gott liebt die Welt. Und er meint dann nicht die Systeme oder die Politik oder die Denkweisen dieser Welt, sondern er meint tatsächlich die Menschen. Gott liebt sie. Und Gott liebt auch die Menschen, die da draußen sind, die gar nichts mit der Kirche am Hut haben, die vielleicht in ganz anderen Religionen drin sind, die in Rebellion stecken, die großen missbauen, sogar die vielleicht im Gefängnis sitzen, weil sie Mörder sind. Gott liebt sie. Gott liebt sie. Und das sind nicht nur einfach leere Worte, sondern Gott liebt sie so, dass er was hingibt. Und er gibt nicht einfach irgendwas hin, er gibt seinen eigenen Sohn. Er gibt sich selbst hin.
um zu zeigen, ich liebe euch. Und Jesus ist auf diese Welt gekommen, um uns, Jesus, dem Vater groß zu machen, zu zeigen, aber er ist gekommen, um uns zu retten. Und davon handelt ja auch dieser Vers. Du sagst, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben bekommt. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und an einer anderen Stelle sagte Jesus auch von sich, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist der große Retter. Und der große Retter, der hat ein was auf dem Herzen zu retten. Tatsächlich. Das ist so wichtig, dass wir das vor Augen haben, wenn wir über Evangelisation nachdenken. Manche sagen vielleicht von euch, ich bin in der Klasse und ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt anderen Leuten von Jesus erzählen sollte, weil denen geht es teilweise vielleicht sogar besser als mir. Kennt ihr das? Kennt ihr das, dass euer Umfeld vielleicht so gut drauf ist und ihr denkt, oh, warum sollen die Jesus brauchen? Weil manchmal verstehen wir das Evangelium so und vielleicht wird es auch manchmal so weitergegeben, als wie so eine Wohlfühlpille. Dir geht es vielleicht gut, du hast eine Familie, du hast ein Haus, aber irgendwas fehlt dir noch und das ist Gott. Du brauchst Gott noch und dann bist du noch glücklicher und dann geht dir es noch besser. Aber das ist nicht der Grund, warum Jesus gekommen ist, sondern er ist gekommen tatsächlich, um uns zu retten. Zu retten von was? Jesus sagte an einer anderen Stelle mal, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Was nützt es dem Menschen, wenn er ein tolles Haus hat? Ich gönne jeden, der ein tolles Haus hat, ein tolles Haus. Oder Auto und Familie, Party, alles, Erfolg. Was nützt das alles, wenn eines Tages und der Punkt kommt, wir vor Gottes Thron stehen werden? Was nützt es dann und wir dann nicht gerettet sind und nicht in das Himmelreich reinkommen? Was nützt es? Wir brauchen eine ganz andere Perspektive. Wenn wir nur diese Perspektive sehen, dann schauen wir zu kurz. Als Jesus am Kreuz hing, dann haben die Menschen auf ihn geschaut und haben gesehen, wie fürchterlich er gelitten hat. Manche haben ihn nur verspottet, aber zumindest der Johannes und die Maria, die haben ihn gesehen und haben gesehen, wie er gelitten hat. Was hatte Jesus gesehen, als er dort am Kreuz hing und runterschaute? Was hatte er gesehen? Er hatte Menschen gesehen, die Rettung brauchen. Er hat den Grund gesehen, warum er dort so leidet. Und das zeigte sich darin, dass er sogar für seine Feinde gebetet hat. Gott, mein Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott ist so voller Gnade, voller Erbarmen. In Epheser 2, da beschreibt Gott so ein bisschen, wie Gott uns Menschen sieht. Wie wir uns Menschen sehen, ist ja das eine. Aber entscheidend ist doch, wie Gott uns sieht. Und da heißt es in Vers 1, ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Er sieht die Menschen, die nicht wiedergeboren sind, die nicht seine Kinder sind, als tot. Ja, tatsächlich, Adam und Eva, sind die gestorben, als die aus dem Garten Eden rausgewiesen wurden? Scheinbar erstmal nicht. Und Gott sagte doch, ihr werdet sterben, wenn ihr geht. Doch, es ist was Entscheidendes gestorben. Die Beziehung zu Gott. Das geistliche Leben. Und wenn wir von Tod reden oder wenn Jesus von Tod gesprochen hat, dann meinte er die Trennung zu seinem himmlischen Vater. Ihr kennt die Geschichte von dem verlorenen Sohn. Was sagte der Vater, als sein Sohn wiedergekommen ist? Denn siehe, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war tot, weil er nicht in Beziehung stand zu seinem himmlischen Vater, zu seinem Vater. Und ich vergleiche das immer so. Guckt euch mal die habe ich vorhin von drüben weggenommen, diese Schnittblume an. Frauen lieben Blumen. Ich verstehe es nicht, aber es ist so. Auf jeden Fall, die freuen sich auch über Schnittblumen. Und diese Blume, die ist irgendwo abgeschnitten oder abgerissen worden, lebt die noch? Naja, Alf sagt nicht mehr lange. Ja, stimmt. Die hat noch so ein bisschen Lebenssaft in sich, aber sie ist eigentlich tot. Warum? Sie hat die Verbindung zur Wurzel verloren.
Das ist der Grund, warum sie eigentlich tot ist. Und das ist der Zustand, in dem sich alle Menschen grundauf erstmal befinden, getrennt von Gott, tot. Und wenn wir das sehen, dann bekommen wir eine ganz andere Sicht. Dann bekommen wir auf einmal eine Liebe und eine Weitsicht für die Menschen. Wenn für uns die Erfüllung nur materielle Dinge sind, dann können wir überhaupt nicht vorstellen und nachvollziehen, warum Leute vielleicht mehr brauchen, weil für uns ist es auch so. Aber wenn du dieses himmlische Leben, diesen wunderbaren Gott geschmeckt hast, dann hast du was erlebt, was viele Menschen nicht kennen. Diese Beziehung mit Gott. Und dir wird es eigentlich ein Anliegen sein, dass andere Menschen in diese Beziehung hineinkommen. Und ich glaube, dass wir ganz neu diese Sicht brauchen. Dass wir eine Sicht für die Menschen brauchen. Nicht so kurzsichtig, sondern dass wir sehen, sie brauchen zutiefst Jesus, sonst gehen sie verloren. Hier heißt es weiter, Vers 2, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und war dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Das klingt krass, oder? Die Menschheit ist versklavt unter ihren Begierden. Und es gibt tatsächlich einen Teufel, der das absolut missbraucht. Und die Menschen haben sich ja selber unter seine Herrschaft gestellt. Und deswegen sieht es auch so chaotisch teilweise in unserer Welt aus. Weil die Menschen sich entschieden haben, mehr den Stimmen und den Lügen des Teufels zu glauben, als Gott. Stell dich mal vor, es passiert ein Unfall auf der Straße und das passierte immer wieder. Und ich gehe deswegen zum Straßenverkehrsminister und beschwere mich und sage, hey, es kann nicht sein, dass Unfälle auf der Straße passieren. Was würde der Straßenverkehrsminister sagen? Der würde sagen, ey, wir haben Regeln aufgestellt. Wir haben alles so, wir gestalten alles so, dass es alles gut funktionieren kann. Aber ihr müsst euch an die Regeln halten. Und wenn das nicht passiert, dann passieren Unfälle. Gott hat uns eigentlich alles gegeben, dass es funktioniert. Aber wir sind rebellisch. Wir stehen in Rebellion als Menschen gegen Gott und machen unser Ding. Und dann passiert Chaos auf dieser ganzen Welt. Und dann sagen wir zu guter Letzt, Gott, warum lässt du das zu? Wie oft habe ich in Gesprächen dieses Argument gehört? Leute sagen, meine Oma ist gestorben, ich habe gebetet. Warum lässt Gott das zu? Was können wir da sagen? Ich habe manchmal so einen Geistesblitz da gekriegt und dachte, oh, hast du heute gegessen? Ja. Bist du gesund? Ja. Hast du Eltern? Ja. Ja, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu, dass du gesund bist? Oh, interessant. Gott wird oftmals nur verantwortlich gemacht, dann, wenn irgendwas schlecht läuft. Aber Gott liebt, Gott liebt, Gott liebt. Römer 3, Vers 9, wir haben ja schon den Beweis erbracht, dass die Juden genauso wie die anderen Völker in der Gewalt der Sünde sind. Wir sind unter der Gewalt der Sünde, wenn wir nicht unter der Herrschaft Jesu stehen. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß, geht es dann weiter. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt und er hat uns eine riesen Hoffnung gegeben. Ich möchte ein bisschen kürzen hier. Vielleicht habt ihr schon mal was von William Booth gehört. Der Alf, stimmt. Der William Booth war der Begründer der Heilsarmee, die damals so aus John Wesley, aus den Methodisten hervorgegangen ist. Und der John Booth, der hat ganz, ganz viele Menschen zu Jesus gebracht, zum Glauben gebracht. Und eines Tages hat er Besuch gekriegt, der William Booth, zu Hause bei sich. Und da kam jemand, ein Christ, und fragte, wie kann das sein, dass du so viele Menschen zu Jesus führst und ich nicht? Das ist doch eine gute Frage, oder? Und dann nimmt der William Booth ihn und sagt, lass uns mal zu dem Fenster gehen. Er wohnte so ein bisschen weit oben und dann konnten sie runterschauen
und so Mike treiben sehen, viele Leute sehen. Und dann sagt der William Booth, schau mal dort runter, was siehst du? Und dann sagte der Mann, ja, ich sehe viele Leute arbeiten und die sind beschäftigt und dort sehe ich Händler und Gemüsestände und so. Und der William Booth, was siehst du? Siehst du mehr? Er sagt, das ist alles, was ich sehe. Und dann sagte der William Booth, wenn ich hier runterschaue, weißt du, was ich sehe? Ich sehe viele Menschen, die verloren gehen ohne Jesus. Und wenn ich das sehe, dann treibt mich das auf die Knie und ich kann nicht mehr ruhig sein. Ich kann nicht anders, als zu Gott zu schreien, Gott, rette die Menschen. Ich kann nicht anders, als zu den Menschen gehen und sagen, du brauchst Jesus und Jesus liebt dich. Der William Booth sagt an anderen Stelle, wir brauchen in gewisser Weise den Himmel und die Hölle in unseren Augen, in unserer inneren Sicht, wenn wir mit Menschen zu tun haben und wenn wir die Welt sehen. Wenn wir denn für ihn als Evangelisten mit unterwegs sein wollen. Und ich möchte euch ermutigen, wir sollten nicht die ganze Zeit traurig rumlaufen, aber wir sollten fragen, Gott, was ist dein Herz für die Menschen dort draußen? Was ist dein Herz für die um mich herum? Dass er was aus seinem Herzen in unser Herz legt. Und dass es uns nicht egal ist, dass die Menschen verloren gehen. Und dass wir uns nicht blenden lassen von den äußerlichen Erscheinungen. Es ist übrigens interessant, manche erscheinen so fröhlich. Wir sind ja auch manchmal fröhlich und sind es innerlich gar nicht. Aber so viele Menschen sind nach außen total fröhlich und du denkst, ha, was sollte ich bringen? Und tief im Inneren sind sie total hoffnungslos und traurig, depressiv. Und warten darauf, dass jemand die Botschaft Gottes bringt. Jimi Hendrix, ein großer Musiker, der sagte mal auf der Bühne, wenn es hier irgendjemand gibt, der mir Frieden geben kann, den würde ich gerne danach Backstage treffen. Es kam niemand. Es war niemand da. Vielleicht haben alle gedacht, haben die Christen gesagt, dachte, ach, der will bestimmt nicht Jesus. Wie cool wäre es, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hat, Jimmy, Jesus liebt dich. Er hat echtes Leben für dich. Er möchte dich neu machen. Jesus möchte sein Herz uns mitgeben. Und dann ist das Nächste, was ich noch mitgeben möchte. Warum? Was Jesus noch will. Er hat uns einen Auftrag gegeben. Was war der Auftrag, den die Jünger bekommen haben, bevor Jesus gegangen ist? Geht in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern, macht sie zu meinen Nachfolgern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Er hat den Auftrag gegeben. Es war keine, so sagt es Rainer Bonke, keine Missionsempfehlung, sondern es war ein Missionsbefehl. Er hat ein Ziel gehabt und dieses Ziel war nicht nur für ausgesonderte Evangelisten, das war für seine Jünger. Darf ich fragen, wer von euch Jünger ist? Wer Jesus nachfolgen will? Möchtest du Jesus nachfolgen? Dann betrifft es auch dich. Jesus möchte dich gebrauchen. Und vielleicht sagst du, oh Mann, mir fällt das so schwer. Ich weiß nicht, wie der Kiki, was ich da antworten soll. Wenn du ein Herz bekommst für die verlorenen Menschen, dann passiert schon was Entscheidendes. Dann wirst du anfangen zu beten. Und dort, wo Menschen beten, dort bereitet Gott einen Weg, dass er hineinkommen kann. Dort geht's los. Ich glaube, wenn ein Mensch ein Herz für die Verlorenen hat, dann wird Gott ihn fruchtbar werden lassen, ob er begabt ist oder nicht. Er wird ihn gebrauchen. Und vielleicht kannst du selber nicht predigen oder so. Aber weißt du was? Du kannst doch zu den Gottesdiensten zum Beispiel mitbringen. Zu dem Feierabend oder sonntags. Bring doch die Leute mit dorthin. Und sag, hey, das musst du dir anhören. Das kann dein ganzes Leben verändern. Ist doch wahr, oder? Bring die Menschen mit. Und vielleicht, wenn du betest, wird der Heilige Geist zu dir reden. Und vielleicht bekommst du eine Idee, was du weitergeben kannst. Ich arbeite ja in der Schule und mir hat der Heilige Geist gesagt, Matthias, da ist eine Lehrerin, schenk dir ein Buch von Sabine Ball. Und ich habe das erst beiseite gelegt. Aber der Heilige Geist hat immer wieder gesagt, geh dorthin
Und dann habe ich mir so ein Buch versorgt und bin zu ihr hingegangen und habe gesagt, ich habe hier ein Buch. Irgendwie so ein Eindruck. Vielleicht, Max, mögen Sie das lesen. Jetzt sind wir per Du. Und sie hat es gelesen und kurze Zeit danach kam sie, ich habe das Buch gelesen, ich konnte es nicht mehr aus der Hand legen. Ich war total berührt. Und dann habe ich ihr das nächste Buch gegeben. Und sie sagt, sie glaubt an Jesus. Da muss natürlich noch einiges passieren, aber es passiert was. Gott kann dich gebrauchen. Manche Leute warten darauf, dass sie vielleicht irgendwann die große Berufung kriegen, irgendwo hinzugehen. Vielleicht nach Afrika oder so. Du musst dort anfangen, wo du jetzt bist. Das ist das beste Missionsfeld. Dort bist du als Licht hingesandt. Du trägst das Licht Jesu in dir. Er kann und wird dich gebrauchen. Sieh die Chance. Ob du arbeitest, sieh die Chance, fang an zu beten. Ich habe im Kinderheim gearbeitet. Ich habe den Leuten dort von Jesus erzählen können. Ich habe für sie gebetet, aber erst musste was in meinem Herzen passieren. Oder auf Arbeit, wo ich gearbeitet habe, da war es mein größtes Anliegen. Ich will, dass die Leute von Jesus hören. Und als ich studiert hatte, da war mein größtes Anliegen, ich will, Jesus, dass du mich gebrauchst, dass Menschen gerettet werden. Das war mir wichtiger, als wo ich meine Vorlesung habe. Das habe ich Gott übergeben. Ich habe gesagt, Gott, du hast versprochen, dass wenn ich mich um deine Sachen kümmere, dann kümmerst du dich um mich. Stimmt das? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird hinzugefügt werden. Und ich habe Gott bei Wort genommen, habe gesagt, Gott, da musst du dich dazu stellen. Und Gott hat sich um alles gekümmert. Ich kann dir so viel erzählen. Ich habe über christliche Drogentherapie geschrieben, meine Diplomarbeit. Ich habe sogar eine 1 bekommen, wow. Aber zu guter Letzt, in der Verteidigung ging es fast nur um den Glauben. Da sagte eine Professorin, der Professor, ich hatte ja 2, bei denen ich das verteidigen musste, der sagte, der Glauben, der kann doch nur auf sich gerichtet sein, das langt doch. Da sagt die Professorin, nee, wenn der Glaube auf nichts Höheres gerichtet ist, dann ist das sinnlos. Ja, das stimmt. Und dann habe ich mit dem Professor noch ein Gespräch gehabt und er sagte dann mir, unter 4 Augen, ich habe manchmal überlegt, mein Leben Jesus zu geben, aber ich müsste so viel aufgeben. Was für eine Erkenntnis! Als ich damals in die Vorlesung recht gekommen bin, habe ich fast jedes Mal ein Lobpreislied gespielt. Warum? Der Professor, der sagt, ach, das ist schön, da kommt jemand mit der Gitarre, können Sie ein Lied spielen? Und ich kann nur Lobpreislieder, also habe ich jedes Mal ein Lobpreislied gespielt. Und dann kommt man leicht ins Gespräch. Gott kann euch gebrauchen mit den paar wenigen Gaben oder vielen Gaben, die ihr habt, aber nutzt sie für das Reich Gottes und fangt jetzt an. Daniel Kulenda, großer Evangelist, Nachfolger von Rainer Bonker, der sagte, er hat als Kind angefangen, für Gott zu arbeiten. Er hat nicht gewartet, bis irgendwann ein großer Ruf kommt, nach Afrika zu gehen, sondern er war im Kleinen treu. Und er sagte, er ist als kleiner Junge zu den Nachbarn gegangen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat an den Türen geklopft und als die aufgemacht haben, da hat er gefragt, ich habe eine ganz wichtige Frage. Wenn Sie heute sterben und vor Gott stehen und er fragt, warum sollte ich dich hereinlassen? Was würdest du antworten oder was würden sie antworten? Krass, oder? Und er sagte, manche Nachbarn wollten mich so abtun, aber das war mir ernst. Ich sagte, ich meine es wirklich so. Und Gott hat den gebraucht. Im Kleinen. Und ich möchte euch ermutigen, nutzt die Chance, betet dafür, dass Gott euch Möglichkeiten gibt. Unser Land braucht Erweckung. Das passiert nicht ohne weiteres. Es braucht, dass das Evangelium weitergesagt wird. Es braucht, dass auch Wunder geschehen. Lasst uns für Leute beten. Dort, wo wir im Umfeld sind, wo Kranke sind, dann beten wir für die. Und ich bete manchmal, uns passiert nichts. Aber ich bete trotzdem. Aber ich habe auch schon erlebt, dass bei uns, wir hatten Sport gehabt, ein Jugendlicher nicht an Jesus glaubte, einen fürchterlichen Krampf hatte und nicht gefragt hat, ey, ich kann nichts machen, der Krampf hörte nicht auf. Kann ich für dich beten? Ja, egal was. Habe ich gebetet, Jesus, nimm das weg. Und auf einen Schlag war das weg. Und dann sagte er, oh, es hat weg, das ist weg, das ist weg. Und hat erzählt, ja, der Matti hat für mich gebetet, da war es weg. Und geht ja nicht um mich, aber ey, der hat was erlebt mit Gott. Oh, lasst uns durstig sein nach Gott. Gott möchte mehr schenken. Und ich möchte euch ermutigen, das ist auch eine Aufgabe von mir, dass ihr die Chancen wahrnehmt und dass ihr die Chancen sucht und dass wir vorangehen in Jesu Namen. Lasst uns mal aufstehen. Lasst uns mal aufstehen. Die Gemeinde Gottes ist kein Vergnügungsdampfer, sondern ein Rettungsschiff, sagte Rainer Bonke mal.
Wir sind dafür da, dass andere Menschen gerettet werden. Nicht durch uns, vielleicht gerade durch unsere Schwachheit. Nochmal die Frage, Gott sucht hingegebene Gefäße. Und vielleicht klopft der Heilige Geist heute an dein Herz und sagt, wie sieht's aus? Bin ich der Mittelpunkt in deinem Leben? Gehöre ich dir? Er möchte nicht, dass du was Tolles für ihn tust. Er möchte, dass du dich ihm hingibst. Und vielleicht geht dein Dienst in die ganz andere Richtung. Vielleicht mehr Richtung Lehrer oder Prophet oder so. Aber ich möchte dich ermutigen. Frag nach Gott. Er hat mehr. Lass uns mal beten. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu retten. Danke, dass du mich gerettet hast und dass du mir nachgegangen bist. Danke, dass du Menschen in mein Leben geschickt hast, die das Evangelium mir weitergegeben haben. Und Vater, ich bitte dich im Namen Jesus, dass du dieses Feuer in unser Herzen legst für dich und auch diesen Mut voranzugehen. Aus der Abhängigkeit mit dir, gib uns bitte dein Herz, gib uns deine Sicht für die Menschen um uns herum. Ergreife uns, Herr. Heiliger Geist, sei willkommen, du bist schon da. Und ich bete im Namen Jesus, dass Unglauben verschwindet. Dort, wo wir vielleicht schon festgelegt sind, auf unsere Arbeit, Schule oder so, da kann gar nicht passieren. Das ist eine Lüge, sage ich dir. Das ist eine Lüge. Bei Gott ist alles möglich. Bei Jesus ist alles möglich. Gott hat Werke vorbereitet, dass wir darin wandeln. Ich möchte dich bitten, dass du selber persönlich Gott fragst. Gott, erstens, wie sieht mein Herz aus? Habe ich deine Sicht? Und zweitens, Herr, wo willst du mich gebrauchen? Vielleicht legt dir jemand, Gott, jemand ganz Bestimmtes auf dem Herzen. Vater, ich bete, dass du Freimut schenkst. Den kostbaren Jugendlichen hier, dort, wo sie stehen in der Schule, dass sie den Freimut haben, von dir zu reden. Den Erwachsenen, wo sie auf Arbeit sind, wo sie in der Familie sind. Ich bete im Namen Jesus, dass du Mut schenkst. Und ich bete, dass du Jochs der Menschenfurcht zerbrichst. Der Paulus sagte mal, wenn ich noch Menschen gefallen werde oder will, dann kann ich Gott nicht gefallen. Du kannst Gott nicht gefallen, wenn du mehr Menschen gefallen möchtest. Und diese Menschenfurcht, die macht dich zu einem Sklaven. Aber Jesus hat das Leben und die Freiheit für dich bestimmt. Und wenn das dich betrifft, dann gib das Jesus und sag, Jesus, vergib mir, wo ich mehr Menschen gefallen wollte als dir. Wasch mich rein davon. Ich will dir gefallen, Jesus. Und wenn du sprichst, Heiliger Geist, dann will ich gehorsam sein. Ich will deinen Willen tun. Gedanken. Ich will ihnen nachgehen. Ich habe vorhin so ganz kühn den Daniel Kolenda zitiert. Ich frage dich, wenn du heute sterben würdest, wärst du dir sicher, dass du bei Jesus bist? Das muss eine ganz tiefe Gewissheit sein. Wenn mich jemand fragt, bist du verheiratet oder nicht? Dann, und ich sagen würde, naja, so richtig weiß es auch nicht. Und meine Frau das mitkriegen würde, die würde mit Recht richtig sauer sein. Gott ist nicht sauer, aber da muss eine Gewissheit in deinem Herzen sein, was das ewige Leben betrifft. Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Hast du dein Leben Jesus gegeben? Ist er der Herr in deinem Leben? Ist er dein König in deinem Herzen?
Wenn das nicht der Fall ist, wenn du diese Frage nicht ganz klar mit Ja beantworten kannst, dann möchte ich dich bitten, dass du heute diesen Schritt gehst. Wenn du es möchtest, ist natürlich freiwillig. Dann kommt vielleicht auch mich oder auch Mitarbeiter zu und sagt, ich hatte das angesprochen, ich bin mir nicht sicher darüber. Aber mach das fest heute. Oh,
gehört haben. Und ich danke dir, Gott, dass du dem Matthias so eine krasse Ausstrahlung gegeben hast und dass das ansteckend ist. Und genau das, was Matthias heute eigentlich gemacht hat und was er ausgestrahlt hat, genau das ist das, glaube ich, auf was es ankommt. Und ich bete, dass wir das genauso erleben dürfen, dass wir genauso dieses Brennen erleben dürfen und in uns spüren dürfen, dass unser Herz davon überfließt von deiner Liebe, von dem, wie begeistert wir von dir sind, von einfach so einer Sprachlosigkeit, wie ich es gerade bin, dieses und gleichzeitig doch so überfließend, dieses Menschen zu erzählen, weil es eine gute Nachricht ist, weil es die beste Nachricht ist, die Menschen hören können. Und ich bete, dass wir diesen Mut in uns immer mehr spüren, Heiliger Geist, dass du reinkommst in uns, dass du diese Woche auch nutzt, dass wir das probieren dürfen, dass du uns immer weiter dazu Mut machst, uns zusprichst, dass wir das können, dass wir dazu fähig sind, egal in welchem Entwicklungsstand wir sind oder wie alt wir sind. Es kommt auf die Herzenseinstellung an und das ist das, was wir erleben wollen, Gott, mit dir gemeinsam. Wir wollen, dass du durch uns sprichst, dass du uns ansteckst, dass dieses Feuer lodert. Danke, dass du heute, wenn auch ein kleines Feuer gelegt hast in die Herzen und dass es größer wird, umso mehr wir an dir dranbleiben. Und wir wollen an dir dranbleiben. Wir wollen jeden Tag Bibel lesen oder immer wieder versuchen, mit dir gemeinsam Zeit zu verbringen, weil nur das ist das, was uns wirklich leben lässt, lebenswert macht. Danke, Gott. Amen.